Recht herzlich willkommen zur 73. Folge von Avarion. Ja, sind wir drin? Ich sehe jetzt gerade hier. Oh, nee, nicht schießen. Wie war das denn noch? Ach so. So, jetzt. Nee. Ich glaube, wir haben gerade ein Problem, das ins Visier zu nehmen. So, jetzt geht's. Da ist nämlich noch ein Ausrufezeichen dran. Ich weiß gar nicht. F, haben wir das gemacht? Oh, Antigrafeinheiten akzeptieren. Haben wir doch letztes Mal abgegeben, ne? Haben die schon wieder Neues gemacht in der Zwischenzeit? Das wäre natürlich richtig cool, weil wir die hoffentlich auch haben. Das ist die Geschichte, ne? Und haben wir da jetzt nichts falsch gemacht. Keine Aufträge verfügbar. Ja, wir wollen auch nicht dahin klicken, sondern dahin klicken. Und haben das geschafft. Und jetzt mal 6 Millionen. Das ist natürlich richtig cool jetzt. Und okay, beim Safen ist das passiert. Dann lass uns mal gerade durchblättern, ob die anderen noch irgendwie sowas haben. Stopp, da war die Kupfermine. Ah, jetzt. Okay, fangen wir bei meinem Schiff an. Oder unserem. Lastfrachter, Edelstahlmehle. Die wollen nix. Aluminiummüll, die waren wahrscheinlich mit Säure unterwegs. Ne, Aluminium soll man da liefern. Ja, das haben wir jetzt falsche Taste gedrückt. G ist gefragt. Jetzt Mine. Haben wir da noch eine? Aufträge nix. Kupfermine. Was möchten die haben? Bergbauroboter und Kupfer. Nicht Antigrafeinheit. Die wollen wir ja suchen. Und dann sind wir durch. Gut. Süd-Süd-Ost-Tor. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir hergekommen sind, wo wir hin müssen. Also wir sind nach oben, weil wir von unten geholt haben, ne? Das war das, genau. Jetzt ist nur die Frage, wo haben wir noch Sektoren? Oh, da. Dann fliegen wir mal in den Nachbarsektor und gucken, ob wir da auch noch was loswerden, ne? Das ist ja krass, das Nordtor. Ja. Dann blättern wir bis zum Nordtor. Da ist es. Und dann müssen wir ausrichten. Das Nordtor ist da hinten. Dann fliegen wir da mal schnell hin. Gucken, dass wir nirgendwo gegenfliegen. Sieht gut aus. Ja, dann einmal ins Nordtor und dann da gucken, welche Möglichkeiten wir... Wir können natürlich, bevor wir aus dem Sektor raus sind, nochmal gerade hier reingucken. Aber da gibt es keinen... Na? Und die Grafeinheiten, oh, hier wäre noch was, aber wir wollen ja nicht so verkaufen, sondern wir wollen ja per Auftrag machen, weil das mehr Geld gibt, ne, ganz klar. So, ab in den nächsten Sektor und gucken, dass wir da noch was hinkriegen. 53 haben wir noch, 40 sind immer gefragt in der Regel, naja, okay. Dann müssen wir gucken, wann wir da was kriegen. So, ab in Sektor, Sektor drinne und durchblättern. Kupfermine. Da ist kein Auftrag. Siliziummine. Auch kein Auftrag. Edelmetallmine. Die wollen Silber verkauft haben. Handelsposten, Edelmetallmine. Silber geht's drum. Noch eine Edelmetallmine. Ich hoffe, das sind nicht immer die gleichen, ne? Da müsste man gucken, wo die Koordinaten da stehen. Aber 12,6 Kilometer steht da dran, ne? Bergbauroboter. Okay, die hatten wir noch nicht. Definitiv blättern wir hier noch nach anderen. Aha, und dann sind wir durch. Gut, das heißt, hier war jetzt nichts oder ist jetzt nichts. Dann gucken wir mal hier rein. Da sind Ressourcen. Carbonextraktor, Glashersteller. Müsste mal gucken, wo da noch was ist mit Minen, ne? Da hatten wir gerade. Da gibt es ein Aluminium- und Edelstahlmine. Das ist aber nicht viel, aber der... Ah, da oben sind noch welche, ne?
Ja. Ich glaube, wir fliegen mal hier hin. Tor aussuchen, Südwesttor, nein. Kreuzer, Nordosttor, das ist das, wo wir hinwollen. Das ist da. Fliegen wir da mal gerade hin und gucken, dass wir dort durchkommen. Ist ein bisschen neblig hier und hier fliegen tatsächlich Asteroiden, du. Müssen aufpassen, dass wir nirgendwo gegendeppern. Sieht aber so aus, als ob auf dem direkten Weg nichts ist, oder? Ah, da ist das Tor. Gut, einmal durch. Und dann die Karte nochmal. Wir hätten natürlich gerade noch gucken können, ob wir da irgendwas anderes handelsmäßig betreiben hätten können, ne? Ja. Ah, da kommen wir noch nicht mal direkt hin jetzt. Das ist auch doof. Naja. Gucken wir mal, was der Handel hier hergibt. Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte dahin. Gibt's aber nix. Ne. Brauchen wir auch nichts machen dann. Ist das hier unser Tor, wo es weitergeht? Nord-Nordwest, ich glaube ja. Dann fliegen wir da mal gerade hin und schauen, dass wir von da aus direkt nach oben zu den Minen springen, ohne noch weiter die Tore zu benutzen, ne? Und da müssten wir überlegen, dass wir unsere Kapazität der Fracht ausbauen, ne? Damit wir da weiter hinkommen, dass wir mehr Antigraf-Einheiten kaufen können, ne? Würde schon Sinn machen, ne? Das Schiff auszubauen, ne? Was haben wir denn hier? Schmuckhersteller gibt's hier. Können ja mal gerade gucken. Carbonextraktor, was der haben möchte. Nix. Glashersteller, was wollen Glashersteller denn haben? Auch nix. Güterschiff, Kreuzer, Schmuckhersteller. Das interessiert mich jetzt, was der Schmuckhersteller. Und der möchte aber auch nix. Und dann sind wir schon durch, ne? Lass mal gerade noch den Schmuckhersteller gucken. Was handelt der denn? Schmuck. 1500. Ist jetzt nicht so das, was ich sagen würde, braucht man, ne? Carbonextraktor 375 auf 416. Interessant, die Koordinaten sind fast identisch. Die müssen nebeneinander liegen. Ist die Frage, ob sich das lohnt. 35, 36, nee. Doch, 35, 36 sind das dann, ne? Da ist die Frage, was die haben wollen vom Handelsposten. Güter handeln. Warte mal, die. Carbon wollen die haben, da ist es. Okay, das wären 1000. Das wären also 36.000. Nee, das lohnt also nicht. Brauchen wir gar nicht hinfliegen. Okay, dann machen wir den Sprung erstmal dahin. Koordinaten eingeben. Da ist die Richtung. Jetzt kommen die fremdartigen Schiffe, aber das soll uns egal sein. Weil wir sind weg. So, dann gucken wir da rein. Edelmetallmine, was möchten die haben? Schwarzes Brett. 40 Fusionsgeneratoren, okay. Raumjägerfabrik, obwohl die Raumjägerfabrik, müsste man mal gucken, was die haben möchten. Die wollen bestimmt Metallplatten haben, genauso sieht's aus, oder verkaufen.
Aluminiummine. Fusionsgeneratoren. Ressourcendepot möchte das auch manchmal haben, aber diesmal nix. So, da sind wir. Das hatten wir geguckt, oder? Gold. Wen wollte ich noch gucken? Ach, die Raumjägerfabrik wollte ich nochmal reinschauen, oder? Aber die haben nix. Weiß ich jetzt, Metallflatte haben wir geguckt. Ne, ich glaube, da waren wir durch mit dem, was ich gucken wollte. Ressourcendepot haben wir vorhin gesprochen, der hatte ja aber nichts. Gut, okay. Das bedeutet, Karte auf und springen. Dahin. Achso, die Handelskarte können wir noch gerade angucken, ob es hier intern was gibt. Gibt es aber nicht. Dann mal weg. Achso, das Schiff ist nicht bereit. Er guckt in die falsche Richtung. Na, auch super, ne? Das bisschen. Aber dann passt's. So, dann hier weitergeguckt gerade. Handelsposten. Möchte nix haben. Kupfermine. Nix. Solarkraftwerk gucken wir auch rein. Ist aber nix. Kohlemine. Nix. Solarkraftwerk. Nix. Kohlemine. Auch nix. Die Raumjägerfabrik hätten wir vielleicht mal reingucken sollen. Ressourcendepot möchte manchmal auch schöne Sachen haben. Handelsposten haben wir denn schon? Weiß ich nicht. So, da waren wir. Jetzt noch die Raumjäger. Nochmal. Da. Ist aber auch nichts. Gut, das ist nicht so schön. Was gibt die Karte her? Nix. Ja. Was haben wir hier noch? Edelmetallminen. Gut, nächster Sprung. Nach da rechts. Okay. Sprung ist berechnet und dann mal dahin. Gut, dann gucken wir hier nochmal. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Geld wir brauchten. Frachter, Ressourcendepot. Und da gucken wir rein. Nix. Güterschiff, Kreuzer, Raumjägerfabrik. Nix. Edelmetallmine. Nix. Da gucken wir auch rein. Nix. Kupfermine. Wir wollen Kupfer haben. Oder liefern. Handelsposten. Was bietet der? Nix. Noch einer. Torfrachter. Ressourcendepot. Nix. Dann sind wir schon durch. Kurz geguckt, was es hier gibt. Ah, hier gibt es Handelsmöglichkeiten. Und zwar 60-64. Dann haben wir hier 150 rundweg. Dann haben wir 230. Da lohnt das ja mehr wie das untere. Und hier haben wir 400. Jetzt die Frage, wie wir können die liefern? Ah, jetzt müsste man nur gerade wissen, was die Handelsgeschichte war, ne? Prozessoren, okay. Nein, ich möchte jetzt nicht bauen. Ich möchte jetzt gerne nochmal die Station auswählen hier. Von einem Handelsposten zum anderen. Auch interessant, oder? Okay. Prozessoren. Gucken. Die haben 433. Ja, komm. Machen wir jetzt.
fliegen wir da gerade hin. Das ist dort. Und der andere Handelsposten. Keine Ahnung, wo der ist. Schiffe werden stärker. So, docken. Güter handeln, Prozessoren, 433, können wir die alle nehmen? Jo. Jetzt wissen wir nicht, wo wir sie verkaufen sollen. Das ist unser Problem, ne? Weil die jetzt hier weg sind. Super gut geklappt. Aber es waren Handelsposten, das weiß ich noch. So, das ist der Handelsposten, glaube ich, wo wir sind, ne? Kann das sein? Nee, das ist der andere Handelsposten dann. Der ist dort hinten. Gut Glück gehabt, dass wir da noch hingekommen sind. Achso, lass mal gerade gucken. Die wollen kaufen. Prozessoren zu dem Preis passt. Jetzt ist nur die Frage, ob die auch die ganzen haben wollen. Prozessoren? Ja, doch wollen sie haben. Ne, nicht raus. Reinzoomen wollte ich wieder. So, da unten hin. So, jetzt passt das besser, ne? Jetzt ist unser Schiff da unten wieder am Fliegen. So, dann docken wir da gleich an. Da ist ein Dock zum Beispiel. Ist auf der anderen Seite, naja. Ja, müssen wir gucken, dass da nicht gerade ein anderer liefert, ne? Da haben wir ein Problem. Kaufen ist richtig. Prozessoren da. Der Preis stimmt noch. So, jetzt haben wir ein bisschen Geld gemacht. Das war jetzt nicht viel, aber ein bisschen. Aber wir haben auch ein bisschen was geschafft. So. Ja, Handelssystem nochmal gerade aufrufen und gucken. Das waren die anderen Sachen, die nicht lohnten. Dann schauen wir uns die Karte nochmal an. Und das ist hier eine Sackgasse. Da gibt es aber noch einen Punkt, der interessant sein könnte, wenn da was ist. Ach, das ist ein Wertstoffhof. Ne, dann will ich da gar nicht erst hinfliegen. Weil das bringt mir nichts. Ich würde jetzt ganz einfach hier hinfliegen. Und dann zu gucken, was da los ist, weil daneben ist noch so ein Blip. Da unten müssen wir uns hindrehen. Sprungroute berechnet. Können wir schon? Ja. Gut, dann nochmal da. Ach, guck mal, da ist noch ein Riss. Aber hier direkt neben uns ist jetzt die nächste Sprungkoordinate. So, die wollte ich haben. Raus aus der Karte und Gas machen. Boah, alter Schwede, was denn hier los? Wow. Was ist das da oben für eine Anzeige? Sprungroute ist berechnet, ne?
Ist das hier ein Endgegner oder was? Ich sehe ihn nicht. Wir sollten ihn auch nicht sehen, denke ich. Los weg hier, ey. Das war ja der Hammer, oder? Das war ein Feld vom Endgegner hier. Die KI. Boah. Krass, oder? Hier gibt es jetzt nur ein Tor. Und da sollten wir in der nächsten Folge dann anfliegen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.